Ausstellungsprojekt. Das geht um das Thema Hessen verändert. Das ist so das Schlagwort. Wir kokettieren ja immer mit dem Wortspiel der Fairness. Und das soll auch so ein Stück weit der rote Faden sein durch viele Projekte, die es zu bewegen gilt. Ich begrüße die Vertreter des Weltladens von Korbach und von Bad Arosen sehe ich auch. Bad Willungen, Fragezeichen, Bad Willungen. Damit haben wir, glaube ich, den Spannungsbogen auch gezogen. Tatsächlich sind ja bereits drei Kommunen, drei Mittelzentren in unserem Landkreis Fairtrade-Kommune, haben sich das also auf die Fahnen geschrieben, das Thema voranzubringen. Das berührt zum einen die interne Organisation, Beschaffungswesen, darauf auszurichten, aber insgesamt aber Bestandteil der großen Familie des leeren Gedankens zu sein. Und das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die wir heute formulieren wollen. Es geht auch um eine Vernetzung und eine ganzheitliche Betrachtung dieser Themen. Es geht eben nicht nur um fairen Handel, es geht um Nachhaltigkeit insgesamt. Und Sie alle kennen den Stand der Diskussion, das ist auf der Ebene der UN 17 Nachhaltigkeitsziele gibt, an denen wir uns orientieren wollen. Übrigens der Landkreis mit vielen Projekten auch, Stichwort Bildung für nachhaltige Entwicklung, orientiert sich exakt genau an diesen Schwerpunkten. Und das Thema muss immer wieder auch in die Gesellschaft getragen werden, immer wieder betont werden, dass man dort aufmerksam ist. Und wir erkennen ja letztlich aber auch aktuell in diesen Tagen, was es bedeutet, wenn die Welt ein Stück weit in Unordnung gerät. Jetzt erkennen wir die Mechanismen, die dahinter liegen, sehr deutlich. Stichwort Nahrungsmittelkrise, die wir jetzt erleben und noch keine Lösung parat haben, die eben auch damit was zu tun haben, dass wir keine fairen Lebensbedingungen in der Welt tatsächlich feststellen können. Das ist noch eine riesige Generationenaufgabe, die wir in der Vergangenheit nicht gelöst haben. Das gehört zu weit mit dazu. Und wenn wir ehrlich sind, auch noch nicht so richtig belastbar aktuell lösen. Das soll uns aber nicht aufhalten, das Thema immer wieder präsent zu machen, weil die Welt endet nicht an Deutschlands Grenzen, sondern wir sind Bestandteil einer großen globalen Familie. Das vermittelt auch Verantwortung, dem wir uns auch gerne stellen wollen. Und das beginnt eben damit, dass wir unser eigenes Verhalten daran ausrichten, aber eben auch das Thema der Nachhaltigkeit immer wieder auf die Agenda setzen und auch unsere Verantwortung international auch anerkennen und akzeptieren. Und da gibt es vieles zu tun. Und die Auswirkungen sind eben nicht gerade trivial. Wenn ich jetzt auf die aktuelle Situation jetzt in Afrika denke, nachdem aufgrund des Ukraine-Konfliktes jetzt erhebliche Störungen in der Nahrungsmittelversorgung entstanden ist, dann beschreibt das, wie filigran die Situation eigentlich ist. Und wir sind in Deutschland insoweit betroffen, dass wir tiefer ins Portemonnaie greifen müssen. Das ist schlimm genug, auch für einkommensschwache Gruppen in der Gesellschaft sicherlich eine große Herausforderung. Aber wir können es irgendwie doch lösen. Und in Afrika sterben die Kinder. So hart ist die Situation, der wir uns auch stellen wollen. Insoweit ist das zwar nicht der eigentliche Anlass für dieses Ausstellungsprojekt, aber beschreibt den Hintergrund, den Kontext, den wir insgesamt da auch in den Blick haben müssen. Ich darf allen Akteuren sehr herzlich Danke sagen, die sich da engagieren. Das ist in hohem Maße ehrenamtlich getragen. Ein hohes Engagement ist zu beobachten. Ich finde es toll, dass jetzt Bad Willungen auch diesen Weg geht. Es dürfen sich gerne auch noch andere Kommunen dieser Idee dann auch anschließen. Das soll von meiner Seite aus die Einführung, die Einleitung sein, aber Kooperationspartner ist für uns der Landesverband. Ich darf nochmal an dieser Stelle Frau Schlag herzlich begrüßen und ich denke, dass Sie uns jetzt mal oder Herr Habecke, je nachdem, gern auch als Vertreter von Fairtrade in Korbach, vom Weltladen in Korbach, mal den Hintergrund und auch die Intention dieser Ausstellung mal nähern. Herr Habecke, bitteschön. Also, keine langen Ausführungen, aber doch ist mir ein Bedürfnis als Akteur des Weltladens Korbach und Mitinitiator dafür, dass die Ausstellung hierher kommt, zu danken dem Landkreis, dass das hier im Kreishaus möglich geworden ist, zu danken aber auch der Unterstützung der Weltläden hier im Kreis. Wir haben ja Bad Wildungen und Bad Arosen schon angesprochen und natürlich auch Dank an unseren Dachverband oder den Dachverein Weltläden Hessen. Frau Schlag gehört ja dort als Referentin dazu und sie hat mit viel Engagement ja auch diese Ausstellung neu konzipiert. Mit dem Titel Hessen verändert
globaler Blick, lokales Handeln. Dieses Motto ist sicherlich prägend für 40 und noch mehr Jahre Weltladenarbeit, auch hier in Korbach. Hessen verändert, Sie haben es ja angedeutet, mit fair kann man schön spielen. Ich glaube fast, dass dieses Motto noch weiter spielen will. Verändert, ist schon verändert, wird sich noch verändern, wer verändert wen. Mein Wunsch wäre, dass diese Ausstellung auch einen Input gibt zur weiteren Veränderung hier im Landkreis, hier in der Kreisstadt Korbach. Wenn da die Ausstellung einen kleinen Beitrag liefern könnte, wären wir sehr froh darüber. Ich will aber nicht weiter reden. Frau Schlag ist dran und ich freue mich, dass sie den weiten Weg von Oberursel gefunden hat. Frau Schlag, danke. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Mein Name ist Christina Schlag. Ich bin Projektkoordinatorin bei Weltläden in Hessen. Wer oder was ist Weltläden in Hessen? Herr Habecke hat es gerade schon angedeutet, das ist der Mini-Dachverband der hessischen Weltläden. Wir haben aktuell knapp 50, 48 Mitgliedsweltläden über ganz Hessen verstreut. Und meine beiden Kolleginnen, die leisten die Fair-Handelsberatung, also beraten Weltläden in allen möglichen Fragen und Aufgaben, aber auch bei der Vernetzung und der Öffentlichkeitsarbeit. Und ich selbst habe diese Ausstellung, die es schon recht lange gibt, jetzt neu konzipiert. Die Ausstellung ist existent seit, auch unter diesem Titel Hessen verändert, unter diesem Obertitel seit 2013. Aber wie das mit Ausstellungen so ist, die Welt bleibt nicht stehen, die Themen verändern sich, Politik läuft weiter, Wirtschaft läuft weiter und die Schwerpunkte mussten neu gesetzt werden. Und dann haben wir sozusagen überlegt, was sind jetzt die Schwerpunktthemen? Das war 2020, als ich mit der Neukonzeption befasst war. Und wir haben uns gefragt, was eigentlich ein faires, ein gutes Leben für alle ist. Wer bestimmt das überhaupt? Ist es nicht für jeden Menschen irgendwie wieder etwas ganz Spezielles und Eigenes? Und wie engagieren sich Menschen in Hessen in ganz vielen verschiedenen Gebieten, um ihre persönliche Vorstellung von einem guten Leben, von einem guten Leben für alle zu verwirklichen? Und da sind wir sehr schnell zu dem Punkt gekommen, dass wir eben unseren Blick weiten müssen, deswegen dieses alte Schlagwort, der alte Begriff globaler Blick, lokales Handeln, das ist ja den Weltladenaktiven schon lange bekannt, aber das trifft es eigentlich ganz gut, denn die Weltladenszene, der faire Handel, der beschäftigt sich nicht nur mit dem Welthandel, der für uns natürlich ein Ausgangspunkt ist und den wir für unfair halten, den wir seit Jahrzehnten zu verändern versuchen, nachhaltig zu verändern versuchen. Wir beschäftigen uns hauptsächlich ausgehend mit dem Welthandel, aber es sind noch viele andere Themen befasst, die eben sehr zentral sind für die Fairhandelsbewegung, aber auch für viele andere Gruppen, für viele andere Initiativen, die sich hessenweit mit genau diesem einen Thema beschäftigen, die aber einen ganz anderen Blickwinkel haben. Also wir müssen sozusagen aus dem Fernhandel unseren Blickwinkel über den Tellerrand aufnehmen und schauen, was gibt es denn eigentlich schon? Es gibt nämlich schon eine Menge in Hessen. Und wir sind dann zu 9 Themen gekommen. Insgesamt haben wir hier 10 Roll-Ups. Von ganz vorne stellen wir uns vor, globaler Blick, lokales Handeln, wer sind wir überhaupt und was soll das hier alles? Und dann gehen wir eben ausgehend von dem Welthandel zu anderen Themengebieten. Diese Themengebiete stelle ich einmal kurz vor und gehe dann später nochmal weiter auf sie ein. Das ist Welthandel und Ausbeutung, dann natürlich von uns, von der Fairhandelsszene, unsere Antwort, die Welt des fairen Handels. Wir haben Ernährungssouveränität, bewaffnete Konflikte und Krieg, das gute Leben für alle, die Geschlechtergerechtigkeit, Klimawandel und Gerechtigkeit, das Thema Flucht. Und letztendlich, das steht jetzt hier in der Mitte, das verantwortliche Handeln. Ja, warum halten wir den Welthandel in seiner aktuellen, leider immer noch aktuellen Form für ungerecht? Für uns ist der Welthandel der Ausgangspunkt von allem, denn die Strukturen, die er hat, die gehen ja weit zurück in die koloniale Vergangenheit und wirken eben bis heute nach. Wir haben eben keinen fairen Handel weltweit, sondern wir haben immer noch die Situation, dass zum Beispiel in Ländern des globalen Südens hauptsächlich noch Rohstoffe exportiert werden und wenig
ja, weiterverarbeitete Produkte, was natürlich zur Minderung der Wertschöpfung führt. Also die Wertschöpfungskette, die endet eigentlich, dann, wenn wir es auf Deutschland beziehen, erst bei uns. Hier werden dann die Rohstoffe weiterverarbeitet und die Wertschöpfung abgegriffen. Wir haben ungerechte Handelsstrukturen, wir haben ungerechte Zölle und so weiter. Und das sind Aspekte, die natürlich hier versucht werden zu verändern. Was tun Menschen hier in Hessen? Sie treten dafür ein, gerade in der Fairness-Bewegung, dass sich diese Strukturen ändern. Sie treten ein zum Beispiel für ein Lieferkettengesetz, das in Deutschland wirkt, das auch auf europäischer Ebene kommen soll. Sie veranstalten Aktionstage wie den Weltladentag jetzt in unserer Bewegung immer im Mai oder die Faire Woche, die im September stattfindet. Und unsere Antwort auf den unfairen Welthandel ist die Welt des fairen Handels, denn die Weltladenbewegung, die zeigt ja eigentlich seit 40, 50 Jahren, dass es auch anders gehen kann. Und hier haben wir, wenn ich nochmal auf den Aufbau der Roll-Ups zu sprechen kommen darf, das immer so gestaltet in jedem inhaltlichen Roll-Up, dass wir den globalen Blick in der Mitte haben. Hier erklären wir also bei der Welt des fairen Handels, was ist das überhaupt? Wir erzählen etwas über die Entstehungsgeschichte, wir zeigen die beiden Wege des fairen Handels auf. Und auf der rechten Seite des Roll-Ups, immer unter diesem farbigen Button, da stellen wir dann Initiativen aus Hessen vor, die sich mit genau diesem Themenbereich beschäftigen. Hier bei der Welt des fairen Handels haben wir zwei Weltläden und einen Fairhandelsimporteur herausgegriffen. Zwei Weltläden, die sehr unterschiedlich sind. Ein sehr alter Weltladen aus Witzenhausen, der sich eben aus einer bürgerlichen Bewegung gegründet hat. Ein sehr junger Weltladen aus Großumstadt, wo es tatsächlich ein Bürgermeister war, der gesagt hat, wir möchten etwas verändern, wir wollen Fairtrade-Town werden. Und es gibt hier engagierte Bürger, das weiß ich. Gibt es unter dieser Bürgerschaft, gibt es da Menschen, die sich vorstellen könnten, einen Weltladen zu gründen? Es gibt auch Weltladen, die Genossenschaften sind, also es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Und Barner Fair aus Gelnhausen importiert schon seit Jahrzehnten faire Bananen und den stellen wir dort auch noch vor. Das nächste Thema, und da komme ich auch gleich auf den Landkreis zu sprechen, Waldeck-Frankenberg, wir haben natürlich versucht, die Initiativen, die Gruppen so auszuwählen, dass die jetzt nicht alle nur im Rhein-Main-Gebiet zu finden sind, sondern über Hessen verteilt sind. Und hier in Waldeck-Frankenberg haben wir beim Thema Ernährungssouveränität die Initiative, also die Solawi Falkenhof-Strothe ausgewählt, die ja hier in Hessen sozusagen eine der vielen solidarischen Landwirtschaften ist, die eben einen anderen Weg gehen. Das Konzept der solidarischen oder der Ernährungssouveränität ist ja ein südamerikanisches Konzept, so viel dann wieder zum globalen Blick. Aber eben auch in Hessen fragen sich Menschen, wie können sie eigentlich wieder selbst bestimmen, was sie essen, wie können sie überhaupt Wissen darüber erlangen, wie Lebensmittel produziert werden und sich eben selbstbestimmt zu ernähren. Und neben der Solawi Falkenhof-Strothe haben wir dann nochmal, also ländlicher Raum, aus dem städtischen Raum den Ernährungsrat Frankfurt aufgegriffen, der sich dann auch genau dieser Aufgabe für den städtischen Raum widmet und sagt, gut, also auch die Menschen, die jetzt nicht auf der Solawi einkaufen können, sondern die in den Supermarkt gehen müssen, die müssen sozusagen wieder eine Ermächtigung bekommen, zu bestimmen, wo ihre Nahrungsmittel herkommen. Die machen ganz viel Bildungsarbeit, Schulgärten, Stadtbegrünung und so weiter.